Die ProWein feiert dieses Jahr ihr 20. Jubiläum. Henke gibt es seit 1856, aber es wird gelauncht. Was steckt so dahinter, Herr Dr. Brunkemper? Also zunächst einmal möchte ich natürlich der Messe ganz, ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Das ist eine ganz tolle Messe, für uns mittlerweile die Leitmesse weltweit. Und wir sind jedes Jahr wieder froh, hier zu sein und unsere Kunden hier zu begrüßen. Für uns steht in diesem Jahr der Relaunch von Henkel an. 1856 war die Gründung. Wir glauben, dass wir jetzt mit dem neuen Henkel einen der schönsten Henkel der vielen, vielen Jahre geschaffen haben und freuen uns, ihn der Öffentlichkeit vorzustellen. Wie machen Sie das denn genau? Wie bringt man eine Marke wie Henkel wieder zurück an den Kunden? Das kann ich Ihnen eigentlich am allerbesten an der Ware selbst, am Produkt demonstrieren, aber man nimmt die wichtigsten Stilelemente und versucht darüber hinaus, dem Produkt wieder Wertigkeit zu geben, ihn ästhetisch zu machen, ihn aber gleichzeitig in der Vergangenheit oder die Werte der Vergangenheit mit in die Zukunft zu nehmen. Das hört sich ja auch für die Messe eigentlich gut an als Leitspruch. Was bedeutet die ProWein? Was bedeutet die ProWein für eine Marke? Warum muss man hier ausstellen? Man muss hier sein, weil es heute die wichtigste Weinmesse der Welt ist. Und man sieht es und ich höre es immer wieder, wenn ich in der Welt unterwegs bin. Es ist nicht mehr die Winexpo, es ist nicht mehr die Winitaly, es ist die ProWein, wo man sein muss. Sie sind ja schon seit einigen Jahren hier auf der ProWein. Gibt es ein Event, eine Unterhaltung, eine Begebenheit, die ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Also was die ProWein ausmacht, für uns beginnt eigentlich die ProWein immer mit dem Meininger Award am Abend davor, was eine schöne Veranstaltung ist und die Familie Meininger ist ja auch mit einer der Gründer der ProWein gewesen. Das ist für uns immer der Auftakt und ansonsten, was wir wahnsinnig schätzen hier an der ProWein, ist die wunderbare Organisation. Man kommt hin, man kommt abends auch, und das wissen diejenigen, die Verona kennen, abends auch wieder weg. Und darüber hinaus ist alles wirklich wohl vorbereitet. Mittlerweile sind wir natürlich hier mit der Halle auch sehr zufrieden, weil die ist hoch, die ist licht, ist auch sehr schön. Also wir sind sehr zufrieden mit der ProWein und werden sicherlich auch mit der ganzen Mannschaft in den nächsten Jahren wiederkommen. ProWein Go City ist ja auch ein Thema. Das heißt, abends weggehen. Heute Abend haben Sie eine Veranstaltung selber. Werden Sie denn trotzdem ProWein Go City selber miterleben können? Also ich werde es in diesem Jahr nicht schaffen, aber ich werde es mir sicherlich für das nächste Jahr wieder vornehmen. Gestern Abend, wie gesagt, war ja dann schon die Award-Veranstaltung, wo ich war. Heute wäre der einzige Abend gewesen, aber da haben wir eine eigene Veranstaltung. Da werden wir unseren Kunden in der ganzen Welt den relaunchten Henkel vorstellen. Und ansonsten würden wir sicherlich auch zu einer der vielen Veranstaltungen gehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und bin jetzt auch mal gespannt, etwas zu probieren. Ja. Das machen wir jetzt einfach mal. Vielen herzlichen Dank, Dr. Brunkemper. Und ja, das war Henkel.